Das sind perverse, lasterhafte 20er Jahre. Das entspricht nicht dem ordentlichen deutschen Mann. Muss weg. Das reichte denen eigentlich als Begründung. Das ist undeutsch. Und so weiter und so weiter. Sie haben immer gesagt, sobald sie an der Macht sind, werden sie den Paragraph 175 verschärfen und haben sich gegen jegliche Reform ausgesprochen. Sagen Sie, bei schwules Museum, wie alt ist das Wort eigentlich? Wie lange wird das schon benutzt? Das ist eine ganz große Frage, die letztendlich nicht geklärt ist. Also. Wahrscheinlich so 100 bis 150 Jahre schon alt. 1907, 1908 war dieser berühmte Eulenburg-Skandal. Der engste Vertraute des Kaisers stand im Verdacht, schwul zu sein. Und es ging durch den Medien, durch den Pressewald. Und insofern hat damals, also spätestens dann, jeder gewusst, um was es da geht. Aha. Den Begriff Homosexualität gekannt und auch ungefähr gewusst, was die so im Bett treiben. Hat sich nach dem Ersten Weltkrieg das Bemühen um sexuelle Selbstbestimmung gefestigt? Wurde es leichter, sich als Schwule auch öffentlich zu betätigen? Oder hat der Weltkrieg da keine Rolle gespielt? Doch. Also vor allem die Revolution hat da eine große Rolle gespielt. Es wurde liberaler, es haben sich Vereinigungen gegründet, die offener agieren konnten. Und es sind überall, reichsweit muss man sagen, Gruppen entstanden, Vereine entstanden, Zirkel entstanden, die sich massiv für die Abschaffung des damaligen Paragraphen 175 eingesetzt haben. Und zwar massiv, vorher war es eben nur immer eine kleinere Gruppe, die das gemacht hat. Und die Leute, und das finde ich immer ganz wichtig, sie haben angefangen, ihre sexuellen Menschenrechte zu nehmen. Es wurden Zeitungen gegründet, man hat sich also informieren können, es gab Netzwerke denn dadurch. Und man hat Lokale gegründet. Das war vielleicht eine Zeit, wo es sich doch relativ frei entwickelt hatte. Ja. Und vor allem natürlich in Berlin. Mhm. Ja. Bis die Nazis kamen. Die haben ab 34 offensichtlich erst Druck gemacht gegen die schwulen Szene, oder? Ja, schon ab 33. Das geht gleich im Februar bis Mai 33 los. Da wird ein Großteil der Kneipen geschlossen, Gaststätten. Da werden die Zeitschriften verboten, die Vereine lösen sich auf, werden aufgelöst. Und dann ist relativ schnell, also innerhalb von einem halben Jahr wird die homosexuelle Subkultur zerschlagen. Der Paragraph 175 ist in seiner Gesamtgeschichte immer überwiegend als Jugendschutzparagraph gehandelt worden. Ein Großteil der Verurteilten sind aber junge Leute gewesen. Jugendliche und junge Leute. Das war das Hauptkontingent der Verurteilten. Das war genau das Gegenteil. Eine sexuell experimentierende Jugend wurde weggeschlossen. Da war also sozusagen ihr Onkel Heckmann eigentlich eine Ausnahme vom Alter her. Es wurden überwiegend junge Leute festgenommen und eingesperrt und umgebracht, weil in aller Regel diese natürlich nicht den Verhören standgehalten haben. Wie viele Homosexuelle kamen denn überhaupt ins KZ, in die verschiedenen KZs? Es ist eine exakte Zahl kann ich Ihnen nicht geben. Wir sagen immer, es wird immer die Zahl 5.000 bis 10.000, das ist keine falsche Zahl. Aber die Forschung ist katastrophal schlecht in diesem Bereich. Das liegt daran, dass auf der einen Seite der Paragraph 175 bis 1994 Bestand hatte. Das heißt, es war immer noch ein krimineller Akt. Es liegt daran, dass dieselbe Fassung des Nazi-Paragraphen bis 1969 volle Gültigkeit hatte. Das liegt daran, dass in den 50er, 60er Jahren die gleichen Leute in der Polizei, in der Justiz, aber auch in der Forschungsförderung saßen, die es in der NS-Zeit auch waren. Aber es ist ja weiterhin unter Druck, also die Medien, aber vor allem auch die Bevölkerung, die jetzt nicht in den Großstädten an der Avantgarde teilnimmt, verhält sich ja geradezu ängstlich. Ja, aber es ist, und das ist ja immer auch die Erfahrung mit Bewegung und mit, sagen wir mal, mit politischen Kämpfen, seit den 70er Jahren unglaublich viel erreicht worden durch die Schwulenbewegung, durch die Schwulen- und Lesbenbewegung, durch das unglaubliche Engagement wahnsinnig vieler. Und es wird auch weiter sich verbessern. Es sei denn, die Gesellschaften kippen ganz auseinander. Es sei denn, es gibt Krisen und dann wissen wir, in Krisen neigen die Menschen doch eher wieder zur Reaktion. Also eine Sicherheit gibt es nicht, noch nicht, oder ein wirkliches Sicherheitsgefühl. Aber es ist in den letzten 20, 30 Jahren erheblich
Was hat sich was verändert? Da hat das Museum mit dazu beigetragen. Wir haben als kleine Klitsche angefangen und wurden da noch komisch beäugt. Und heute ist es eine weltweit bekannte Einrichtung, für die Berlin Tourismus Marketing wirbt. Wir haben sehr viele internationale Gäste hier und haben also auch sozusagen unseren kleinen Teil damit beigetragen. Wie müsste man die Botschaft heute formulieren? Die Botschaft müsste man heute so formulieren, wie sie vor 200. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und nur die Vielfalt bereichert. Das ist die Botschaft, nicht die Einseitigkeit.